Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Divine Journey. Ich habe jetzt hier in der Zwischenzeit das Dorf ein bisschen weiter da hinten auseinandergenommen, habe hier noch ein bisschen. Dunkelstahl gefunden, ein Ebereschenholz. Und das Holz, das werde ich mir verstauen. Oh. Jetzt muss ich gerade Schluck aufkriegen. Wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte immer noch die QED bauen. Und zwar die pulsierende. Da muss ich Eisen mit Enderperlen verarbeiten. Eisen rein und 4 Enderperlen. Haben wir noch irgendwo Diamanten? 5. Das wird gerade reichen. Habe ich schon mal Nitterquarz mitgebracht? Zufällig aus der Hölle. Ja. Vier Blöcke, die müssen dann auch noch verbrannt werden. Da kann ich mich aber jetzt ja schon mal an die Nuggets an die Sachen hier ranmachen. Ich brauche auch noch so eine komische Werkbank. Der Kniff hatte mir doch mal so ein Elektro-Team waren gegeben. Na, da mache ich mir noch mal einen. Wieder ein Eisen. Und der hier muss geschmolzen sein. Also hängt gerade alles an der Schmiede. Zwei Eisen, zwei Holzbretter, Cleanstone. Habe ich. Holzbretter auch, Eisen auch. Mache ich eben noch eine Truhe. Mal gucken, ob ich das Rezept diesmal auf Anhieb hinkriege. Ah, okay. Werkbank. Hier der Cleanstone. Hier die Holzbretter. Pulsierendes und Elektro. Brauche ich auch noch Eisen. Da haben wir die Werkbank. Induktionsschmelzer hatte ich auch schon mal gebaut. War aber kein Platz im Inventar. Na, da muss ich mir hier die Pflanzen rausholen. Zwei
2 Blaze Powder und 2 Enderperlen ergeben die Sache. Ach, der macht gerade die Nuggets. Haben wir die pulsierenden. Das. Nein! Warum hat er mir jetzt Quarzglas gemacht? Schauen in die Hölle. Schade. Ihr sollt mich hier nicht angreifen, das ist euch bewusst. Ich bin ein ganz lieber Oberweltbewohner. Habe ich jetzt keine Spitzhacke dabei mit der Baulevel Obsidian. Okay. Dann nochmal zurück. Nehmen wir dich mit. Kannst du Obsidian bauen, ja. Okay, es macht ja nichts aus, wenn ich die hier baue. Manchen Modpacks werden die Pigmen dann böse, wenn man hier denen das Netherquarz wegnimmt. Gleich ein bisschen mehr mit. Jetzt aber nochmal 4 Glöcke. Die stellen wir in den Ofenmodus. Dann hoffe ich mal, dass jetzt das Richtige rauskommt. Kam das richtige Haus gut. Da haben wir jetzt das. Das kommt hier hin, das kommt hier hin. Sag bloß nur, dass jetzt eins von diesen doofen Obsidiankugeln fehlen wird.
Dann also Ketten haben wir mitgenommen, das ist gut. Ja, okay, dann schnappe ich mir hier im Eimer. Wir haben ja vor der Haustür so eine Art Wasserquelle, wie nenne ich es am besten. Eine Lavaquelle. Werde ich davon einen Teil. Wo ist mein Schwert hier? Davon einen Teil in Obsidian machen. Ja, werde ich den Bereich hier nehmen. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. 6, das hier wird der 7. sein. Und der hier der 8. Nehmen uns trotzdem mal, wenn ich schon hier bin, ein Eimer Lava mit. Mal Lava kann man nie genug haben. Sterndarium hier hab, ja. So, dann haben wir jetzt schon mal eine coole Idee. Und um die coole Idee zu betreiben, brauchen wir Flux. Kristall, irgendwas. Hier sind sie doch. Das ist doch Verarsche. Habe ich mir irgendwo meine. Ach, die Spitzhacke hatte ich ja gelöscht. Stimmt ja. Dann halt nochmal.
Mist, jetzt habe ich die Maus bewegt. Das ist schon ein bisschen nervig, wenn man das Obsidian nicht flott abbauen kann. Klar, es ist jetzt schon sehr schnell, aber es könnte noch schneller gehen. Gucken, wie viel Obsidian wir jetzt haben. Hoffe ich mal, dass es reicht. So, das mit 2 Enderium, nochmal so ein Enderauge und so eine Lichterkette. Und dann haben wir schon mal das, worauf ich hinaus wollte. Hier sind die Essenzen. Hier sind auch noch ganz viele. Da ist ein Weizenkorn, aber ich habe wieder keinen Platz. Tauschen wir das gerade aus. Ein Weizenkorn und 8 Essenzen gibt mir dann so eine Minikiosid. Das ist jetzt hier dann der Anfang von Magical Crops. Ich werde die Maschine jetzt hier mal ein paar Minuten laufen lassen. Ich mache uns mal so 8 oder 10 Seeds. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Divine Journey. Auf Wiedersehen.